Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag. Zeit für die kollektive Tagesenergie. Was haben wir denn? Wir haben den Reiter und wir haben die Wegesentscheidung. Das heißt, der Reiter kommt hier mit einer guten Nachricht, um dich vielleicht sogar bei einer Angelegenheit zu unterstützen, wenn es darum geht, hier eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung könnte damit zu tun haben, dass hier wieder Stabilität in das eigene Haus reinkommen möchte. Vielleicht geht es sogar um eine grundsätzliche Entscheidung, ein stabiles Fundament zu schaffen. Vielleicht der Anfang von etwas Neuem, Wichtigem, beruflicher Natur zum Beispiel. Kann natürlich auch liebestechnisch sein. Wir haben die Mäuse. Kann etwas mit Familie unter anderem zu tun haben. Dass die Mäuse jetzt hier nicht den Mangel symbolisieren, sondern wirklich, ja, Familie, Kinderplanung. Drei der Schwerter. Eine notwendige Einsicht in Herzensangelegenheiten muss im Verstand noch ankommen. Ja, das Herz ist an sich geheilt. Das Herz hat keine Probleme. Es ist ganz oft der Verstand, der da reinspielt. Die Wunscherfüllung mit der Welt möchte hier in Erfüllung gehen. Page der Stäbe liefert eine Gelegenheit oder halt auch einen Flirt, je nachdem. Und das Rad des Schicksals ist mit am Start. Das heißt, es ist etwas, was vom Universum jetzt auf dich zugeschnitten, geliefert wird. Das Glück ist mit an deiner Seite und wir haben hier die Vier der Schwerter. Das heißt, nach dieser Erkenntnis des Herzschmerzes, der gelöst werden darf, also im Verstand gelöst werden darf, kommt das Sortieren, das Neuausrichten. Ja, sehr schön. Zwei der Kelche ist natürlich die Partnerschaft bzw. die Vertragskarte. Es kann jetzt auch darum gehen, hier eine neue Wohnung zu finden zum Beispiel oder tatsächlich das Haus zu bauen, ja, den Grundstein zu legen. Mit den Neun der Münzen haben wir nicht nur ja, Geschick, was Fülle angeht, die reinkommt bei dieser Person, sondern es ist auch ganz oft so, dass diese Person ja, sehr alleine ist, einsam ist, sich in die Arbeit stürzt. Was sicherlich nicht verkehrt ist, aber auch Gefühle wollen gelebt werden. Und ich rede gerade von den Gefühlen und dann kommt auch schon eine Person mit ins Spiel. Ja, wir haben hier zum einen Sieben der Stäbe, wieder in der Mitte sein, mutig sein, Ritter der Kelche, Romantik, die reinkommt und mit den Sieben der Münzen auf jeden Fall Geduld. Geduld wird